Cornflakes, ja. Ja, das war mein Hauptnahrungsmittel, die ersten Jahre, nachdem ich ausgezogen bin. Ich musste mich selbst ernähren auf einmal und das war relativ schwierig, ohne Kochkünste, ohne jegliche Ahnung, was man so isst, wenn das die Eltern was nicht mehr kocht. Und ja, es gab morgens, mittags, abends Kelloggs, weil das war halt echt Tüte, Packung auf, in die Schüssel, Milch dazu und fertig war das Gericht so. Das war echt super. Ich habe mir auch wirklich drei verschiedene gekauft, damit ich nicht morgens, mittags, abends das gleiche essen muss, ja, sondern dann gab es halt Frühstücks-Cornflakes, Mittags-Cornflakes, Abends-Cornflakes. Und ja. War wirklich meine Hauptnahrungsmittel. Ab und zu gab es Spaghettis, wenn es mal was Warmes sein musste, die meistens verkocht waren, aber. Und als Soße gab es Ketchup, weil ich auch nicht wusste, wie ich eine Soße mache. Aber ich habe gelernt, ja. Ich kann mittlerweile ein bisschen kochen. Das WG-Lexikon. Für Minute. ja, also ich habe. Nachdem ich ausgezogen bin zu Hause, habe ich erstmal alleine gewohnt, habe mich aber gefühlt wie in der GWG, weil ich meinen ganzen besten Freunden einen Schlüssel nachmachen lassen habe. Das heißt, immer wenn ich nach Hause komme von der Schule, war spontan irgendjemand da. Ja. Ich kam auch manchmal in einer großen Pause nach Hause, dann saßen da irgendwie Kumpel von mir plus zwei Kumpels, die ich noch nie mal gesehen habe von ihm, ja, auf dem Sofa im Playstation gespielt. Und das war so ganz normal, ich bin einfach durchgegangen, das wurde mal so, oh, moin, ne? Und schlafen gegangen. Manchmal kamen wir nach Hause, haben einfach Leute in mein Bett geschlafen, so. Von einer Party, manchmal kamen nachts um drei welche rein und ich hab im Bett geschlafen und haben sie einfach besoffen daneben gelegt. Du, ich muss kurz hier pennen, morgen Schule. Ich so, ja, kein Problem. Und das war mein Start in das WG-Leben, obwohl es keine WG war, die geplant war. Und ja, ich hatte mit Max Giesinger eine kleine WG, die relativ chaotisch war. Hatte danach noch drei Jahre eine WG in München. Und ja, das WG-Leben ist jetzt leider, nee, ist gar nicht vorbei. Es war gerade vorbei, hab mir eine eigene Wohnung geholt. Jetzt ist wieder ein Kumpel eingezogen. Jetzt habe ich den Salat schon wieder, ja. Mal schauen, wann ich ihn rausschmeiße. Eine Playstation, ja. Ja, ich hatte früher eine, die ich eingetauscht habe gegen meine Gitarre, die ich damals irgendwie neu hatte. Ich wollte gerade sagen, ich bereue es, aber ich bereue es eigentlich nicht, weil ich damit Musik angefangen habe. Aber natürlich war es auch Tatsache, wie irgendwie die Playstation wegzugeben. Aber ich habe mir, sobald es irgendwie möglich war, eine neue geholt, die ich aber irgendwie in letzter Zeit gar nicht benutze, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber der bei mir jetzt eingezogen ist, der benutzt die. Wenigstens einer hat was davon, ja. Ja, aber genau, früher verkauft. Und von dem Geld, was es dafür gab, ich glaube, ich habe 180 Euro dafür bekommen, also früher vom Secondhand-Laden. Und habe mir für 200 Euro eine Gitarre gekauft. 20 Euro hatte ich noch irgendwo rumliegen. Naja. Das ist wirklich schwierig, weil ich es am Anfang relativ schwierig fand, ja. Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob die Narbe noch da ist. Na, sieht man nur noch ganz leicht, leider. Ich habe mich ganz übel mit Bügeleisen verbrannt, weil ich das nicht so gut konnte. Und mehr Falten drin waren, nachdem ich mein Shirt bügeln wollte, als es vorher drin war. Meine Oma kann das super, super gut, deswegen gebe ich meistens auch noch meine. Die fragt mich immer, wenn ich ankomme mit dem Koffer, weil ich immer mit dem Koffer ankomme. Na, was hast du wieder dabei zum Bügeln und zum Waschen? Aber mittlerweile will ich damit gar nicht mehr auf den Sack gehen. Will ich ihr damit nicht mehr auf den Sack gehen, weil ich jetzt ja ein eigenes habe zu Hause und ab und zu mal bügeln muss. Aber mittlerweile kann man die Sachen auch nass aufhängen und auf den Bügel hängen, dann sind die meistens schon relativ glatt. Und ja, wenn es nicht gebügelt ist, ziehe ich einfach einen Pulli drüber. Schon wieder ein Buch. Warum kriegst du so viele Bücher? Ach so, Mathe ist so. Ich dachte gerade, das wäre EDM. So, was habe ich denn mit EDM zu tun, mit der Musikrichtung? Ja, nee, ja klar, ein Mathebuch. Ja, das hätte ich mal lesen sollen, als ich so eins hatte. Ja? Ich bin leider in Mathe, habe ich einen Punkt geschrieben. Das kriegt man meistens schon, wenn man den Namen schreibt und die Adresse richtig und so. An richtigen Ort, weil manchmal steht auch Name, dann schreibst du Vincent hin, dann steht Vorname und denkst du so, ach du Scheiße, wieder alles falsch gemacht. und ja, nach der ersten Aufgabe oder zweiten wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Und bin dann eingeschlafen in meiner Arbeitsklausur. Und wurde dann von meiner Lehrerin rausgeschmissen. Aber ich habe trotzdem mein Abi bestanden. Von daher gar nicht so falsch gemacht. Aber Leute, lernen für Mathe, ja. Das ist, oder allgemein für die Schule. Macht das seit ich so ein fauler Sack wie ich.